Willkommen zurück zu Outer Worlds. Den Spiel, wo ich vergessen habe, mein Notizbuch anzufangen, damit ich was aufschreiben kann. Ah, nee, stimmt gar nicht. Ich habe hier was geschrieben. Sehr gut. So, wir sind immer noch im Phineas Labor. Ich habe mal zum Beispiel eine andere Streaming-Taktik ausprobiert, nämlich, dass ich meine GPU nehme dafür. Das ist auch total logisch, weil dann kann die CPU nicht ruckeln. Vielleicht geht es jetzt viel besser. Und ich hätte das schon die ganze Zeit machen sollen. Nur die Qualität ist ein bisschen fraglich. Unabhängig davon, das Ding habe ich schon untersucht, oder? In die Kapsel warten deine Mitkolonisten auf, dass du befreit wirst. Das ist eigentlich total lustig, wie das Fenster aussieht, ne? Guten Abend, Mr. Pet. Ich grüße dich. Redet das? Kann ich eigentlich Tierreden leveln? Oder wenn ich total dumm wäre? Na gut, wir können anscheinend hier so nichts mehr machen. Ich renne mal zu meinem Schiff, für den Fall, dass noch was passieren sollte, aber ich glaube es eher nicht. Aber kann ich schnell reisen? Ah, ich kann schnell reisen. Also wird wahrscheinlich eher nichts passieren. Sonst könnte man das Ereignis einfach überspringen, indem man einfach... Das ist sein Schiff, ne? Was er sich hätte kaputt schießen lassen. Das ist eigentlich das Schwester. Ne, es ist nicht das Schwesterschiff zu einer Überleibe. Aber er hat quasi ein automatisches Dock, ne? Was ist das eigentlich überhaupt für ein Ort? Ist das da hinten irgendwie eine Herstellung? Ich meine, irgendeinen Sinn muss dieser Ort doch mal gehabt haben. Ich meine, das ist ja eine gewaltige Schiffswerft quasi über Verladebucht. Dann wird der Phineas wohl nicht alleine gebaut haben. Könnte bitte schon dieser Ort vergessen werden. Na gut, dann fliegen wir mal zu Hope und gucken mal, was passiert. Und noch irgendjemand aufhalten möchte. If you stop in the engine room, would you ask Parvati to send Sam down to the bridge? Ich könnte natürlich Sam einfach direkt schicken, nicht wahr? So, weiß nicht, ob ich nochmal mit meiner Crew reden kann. Waden. Ich weiß nicht, ob ich ihn kriege. Lot in common, you and me. Both operating just a teensy bit outside of the manufacturer's expected parameters, huh? Oh, Captain! Just doing some routine maintenance on our automech, friend. Don't mind me. I could probably spend years fixing this boat. Has anyone noticed something there? Scanning for C. Thank you, Sam. Huh. Na gut, die haben ja nichts Neues zu sagen. Wieder gehe ich mal stark davon aus, dass der Rest der Bande auch nichts Neues mir mitzuteilen hat. Habe ich jetzt eigentlich Technik und Fragen? Warte mal, kann ich noch was leveln? Charaktere, Fertigkeiten. Ja, ich habe noch Punkte, aber ich habe Technik jetzt. Ich habe Wissenschaft jetzt auf 100, ne? Verdrehung der Tüffelkosten auf 90%. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch. Ich sollte übrigens meine Waffen verkaufen, fällt mir gerade ein. Wie viel habe ich denn eigentlich? Ich habe nicht gerade viel. Vor allen Dingen, weitere Reduzierung der Tüffelkosten auf 99%, auf 90% minus? Ah, das ist doch nicht der Fall offensichtlich. Ich meine, die Ultimatumwaffe macht immer irgendwie noch weniger Schaden, oder? Warte mal, das ist tatsächlich jetzt besser, aber ansonsten ist es großartig hier. Sterbehilfe, Bergungshelfer. Ich meine, das Scharfschützengewehr zu verbessern kostet immer noch ein halbes Vermögen. Ich kann die Gedankenkontrollstrahler noch besser machen, aber ansonsten das Plasmagewehr auch so ein bisschen. Das war es dann aber auch schon. Hm. Und bevor wir mal zur Hope fliegen, fliege ich mal kurz nochmal. Captain, I hope Dr. Wells has not dragged you into one of his irrational schemes again. My diagnosis of his mental stability is not flattering. Welcome back, Captain. Kann ich Sie dazu fragen? How can I be a... Certainly, what would you... Ne, das hatten wir ja schon. Achso, jetzt kann ich was Neues fangen. The outlaw scientist known as Dr. Phineas, even knowing the location. Hm. Nee, wir fliegen mal kurz nach Monarch. Und gehen dann mal nach. Eigentlich ist egal, wo ich hingehe. Ich rede halt mit irgendeinem Händler und verkaufe mal kurz mein Zeug. We are now in orbit. Ja, aber ich glaube, das Beste ist, wenn ich tatsächlich direkt nach Dingens gehe, nach Amber Heights, weil da steht direkt in der Tür ein Händler, bei dem ich mein Zeug loswerden kann. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Und danach fliegen wir zur Hope. Aber als erstes möchte ich mein Zeug verkaufen, damit ich noch minimal was verbessern kann. Hm? Auftragsliste? Achso. Force Schmelz was? Bonson hat eine Liste mit besonderen Aufträgen für Ausrüstung ab, dass er nochmal ein Feuerwaffe, Munition und Mediziner steht, die von Ikonoklasten in alarmierender Geschwindigkeit verbraucht wird. Der Großteil der Liste ist durchgestrichen, aber ein paar Bestellungen wurden wohl noch nicht erfüllt. Sora, Force Schmelz Hellgel, existiert eventuell nicht. Graham, Jägerin der Abdrängung, Teil 17. Huxley, Auticleos Raborto X, existiert eventuell auch nicht. Huxley, irgendein Buch über Terminalreparaturen. Karl Troklo Klebemittel. K
total Trocknoklebemittel. Hey. Thanks again for helping. So, warte mal. Ja, wir handeln. 44% Rabatt. Ich glaube, mehr kriege ich nirgendwo. Ja, Schockkanone Ultra. Ich bin jetzt bereit aufzuheben. Habe ich die nicht sogar gekauft, den Ballistic Helm Gold? Die kann weg. Es ist leider irgendwie alles nur 5 wert, ne? Reich werde ich daran nicht. Ja, kein Wunder, dass ich hier nie zu Gold komme, ne? Geld. Die ganzen Sachen, die ich so bei habe, sind halt irgendwie nichts wert. Obwohl, das. Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Ich hätte vielleicht Waffen-Upgrades verkaufen müssen. Ich sehe gerade, die Dinger sind übel was wert. So kommt man hier zu Geld in diesem Spiel. Die Waffen-Upgrades wären es gewesen. Aber es ist mir jetzt irgendwie zu mühsam, das jetzt rauszusortieren, welche davon jetzt irgendwie gut sind, welche nicht. Ich habe auf jeden Fall tonnenweise Fernkampfmodule, die ich nie benutze. Gyroskop. Das Mac to Zap, das finde ich mal gut. So richtig reich werde ich hier aber auch nicht. Nee. So. You and Jun Lei holding hands yet? When we can. We don't get to see each other much, on account of how rare it is we dock at Groundbreaker. You seem real happy. I'm glad for you. That's awful sweet, Ellie. Thank you. Ah ja. Achso, siehst du, ich sollte vielleicht mal jetzt bereit werden. Die Rüstung, die ich hierbei habe, ist wahrscheinlich meine Rüstung, ne? Genau, der Helm ist ja, den ich nicht abgesetzt habe. Weil, obwohl die Wahrnehmung... Das Ding ist, will ich jetzt 94 Rüstung haben? Das macht bestimmt, ich meine, das, die Chimäre ist halt irgendwie an sich ja schon ziemlich gut, ne? Dann kann ich da bestimmt auch so hoch tüfteln, oder? Die Rüstung? Wie viel kann ich denn da noch machen? Das kostet ja gar nichts. Die hat halt bloß keine Upgrades. Boah, ich kann den Deckerhut auch noch hoch prügeln. Oh, jetzt hat er drei Rüstungen. Jawohl, das ist das gut investiertes Geld. Ja, ne, ansonsten kann ich ja eigentlich überhaupt nichts irgendwie. Wer hat denn die Force-Pistole? Was? Ich telefoniere gerade, ich bin erstmal still. Ja, das klingt tatsächlich so, als wäre es wie doof, ne? Beim Telefonieren still zu sein. Warum tust du denn sowas? So, wer hat denn jetzt hier eigentlich meine Pistole? Die gute? Die Force-Pistole habe ich die gerade verkauft, auszusehen. Ne, hier liegt's ja. Ich kann die wahrscheinlich gar nicht verkaufen, oder? Weil sie einzigartig ist. Obwohl, sie ist halt nicht einzigartig. Sie hat halt zwar nur einen einzigartigen Namen, aber sie hat nicht so einen Titel dran. Na egal. Fliegen wir noch kurz zum Groundbreaker. Ich ahne halt, dass sobald ich fertig bin, ich nichts mehr machen kann. Dann gucken wir nochmal, ob wir kurz mit Dings reden. Da ist die Hope jetzt. The Groundbreaker has approved our... Ja, wunderbar, richtig. Zack. Vielleicht ist es ein Videogespräch, kann ich diskutieren. Ich weiß nicht, wie gut Rock in Zeichensprache ist. Bestimmt voll gut. Ich habe übrigens heute einen weiteren Vierfarbenstift bestellt. Also ihr wisst schon, die Dinger, mit denen ich die ganze Zeit hier immer rumklicke. Das sind ja aber Vierfarbenstift. Nur ist es ein Fünffarbenstift, muss ich fairerweise sagen. Aber trotzdem. Ja, du meinst den Euro gekostet. Ich meine scheiß Stifte. Ich mit dir noch. Dr. Fenhill, I hope you've reconsidered my offer to stay on full time. My crew are never short on dents and bruises. I'm trying to live a more balanced life. Gun in one hand, scalpel in the other. I already knew it'd be easier to teach an automatic heart surgery than to change your mind. Fair travels, Ellie. Uh-huh. Wie ein Roboter hat generell etwas ungeschickt? Groundbreaker's a small town in a big ship, and anyone who spends any time here gets to know Jun Lei. We don't see a lot of competent surgeons on Groundbreaker. Dr. Fenhill is my on-again, off-again freelancer. I take it she'll be joining your crew full-time? I don't like to put a label on things. Let's keep it casual. If you ever decide to settle down, there's a home for you on Groundbreaker. How's the unreliable treating you these days, Wildflower? Oh. Okay, I've decided I really love hearing you call me that, so keep doing it. I know what it means to have a crew. If you ever felt like jumping ship, there's a home for you on Groundbreaker. Was meinst du, Pavati? Oh, kann ich jetzt Pavati loswerden? Oh, Law, I don't... I'm sorry, but... thanks. But that wouldn't be... The captain did get me out of Edgewater and all.
I hope you're worthy of her loyalty, Captain. Aha. Die nennt sie Wildblumen, das ist ja irgendwie süß. Übrigens, ich sehe gerade, wie die Framerate einbricht. Obwohl ich nicht mit der CPU streame. Warum passiert es? Der Prozessor ist nicht beteiligt am Stream. Er macht gar nicht mit und es bricht trotzdem ein. Das ist ja so lächerlich. Oh. Ich hör auf, eine Kuh deinen Nagel zu reißen. I am, Captain. Happier than I ever been, really. Plus, I'm in space. Space! Keep our girl in one piece and we won't have any problems, Captain. Yo. Okay. Also das Ding ist, die gute Nachricht ist, wir sind jetzt ja gleich durch mit Outer World. Ich weiß übrigens nicht, was ich danach spielen soll, ne? Also ich bin ein bisschen planlos, weil das ist Dienstag, ist ja quasi der neue Spieleslot. Und es gibt da... Felix and the Vicar are arguing again. Und das nächste Spiel habe ich so... Also ich hab überlegt, das ist im Prinzip kopiere ich da ein bisschen Goku, weil ich habe halt entweder Greedfall vor Augen... Oder, nicht Quantum Break, das andere, Control, das sah auch sehr interessant aus. Ne? Oder, irgendwas kommt gerade aus dem Embargo raus. Ich glaube, Metro Last Day kommt aus dem Embargo raus. Das könnte ich auch spielen. Das ist, glaube ich, auch recht schnell durch. So, auf zum Gucken. Gucken, was passiert. Hui! Gibt es die Zwischensequenz? We have arrived at the Hope. I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary generator. You'll have to connect me to the Hope's comm system, so I can convince her central computer to enable the skip drive. Warte mal, dass die Hope kann überzeugt werden? Warte mal. The Hope is the Groundbreaker's prettier, sleeker sister. She wandered off and got lost for 70 years, but just recently was found. Also, there are hundreds of thousands of frozen organic life forms hibernating in her hold. Wenn ich mit der Hope springe, ja. Vor allem, die wurde neulich erst wiederentdeckt. Das klingt irgendwie komisch, oder? If your calculations are even slightly off, you could crash the entire colony ship into Terra 2. Toll. Or the sun. Red Dead Redemption wird auch ein paar Stunden geben. Ich habe Red Dead Redemption sogar hier. Aber ich müsste mit PlayStation spielen, das wäre nicht das Problem. Was soll ich machen? Forgetfulness can be an early warning sign of asphyxiation due to loss of pressurization. Are you breathing comfortably, Captain? I need you to reroute power from our ship. You'll have to connect me to the... Welcome back, Captain. Ada hat sonst nichts zu sagen? Das finde ich sehr schade. Also ich weiß nicht so ein bisschen, warum die Kritik an Outer Worlds in manchen Sachen so ein bisschen enttäuscht ist, weil halt solche Sachen halt nicht geklärt sind, ne? Also Sam hat keine eigene Quest und das ganze Ding mit Ada führt halt auch nirgendwo hin. Das hat jetzt niemand irgendwie großartig erklärt, ne? So, ich glaube, ich nehme mal statt Eddie, nehme ich mal einen Yoga mit, oder? Die hat diesen lustigen Fisch in der Hand. Aber ich meine, Parfati muss mit. Obwohl, Eddie kann, das können wir vielleicht besser gebrauchen, so von der Reihenforschung her. Warum wirft er eigentlich so komisch seinen Wurf? Achso. Die bewegen sich nur, wenn man die... jetzt verstehe ich das. Na gut. Du findest alle Spiele unterhaltsam? Das klingt ein bisschen creepy. Egal, was du es tust, Schatz. Mit dir ist es immer am besten. Die Hope wirkt... steril. Vor allem hier ist noch Strom an, ne? Ich meine, an sich sieht es ja genauso aus wie auf der Groundbreaker. Man möchte ja nicht meinen, dass es so ein Raumschiff, das weniger Rost gibt, ne? Weil das Klima halt kontrolliert ist. Oh, ist das Overly Attached Girlfriend? Wo kommt bitte schon der Dreck hierher? Weil das ist Beton. Nice and easy. Konzernrekrut. Konzernwache. Guten Abend. Gorb. Quincy Duncan, wenn mir reden möchte. Ich habe übrigens eine Werkbank entdeckt.
University Defense Logistics. Verführerfunktion. Umleiten. Ein Behelfsenergiequelle zu Reaktor von UDL 002 umleiten. Status Energiestatusbericht. Protokoll. Archiviert Protokolle aufzeichnen. Audiotragen und der interne Telex-Verläufe ansehen. Erstmal Status. Es sind Statusberichte für die folgenden Funktionen verfügbar: Energie, Wart und Chironik-Kapseln. Energiestatus. Die Reaktoren von UDL 002 befinden sich im Energiesparmodus. Ausschließlich Lebenserhaltungssysteme sind in Betrieb. Wartungsstatus. Triebwerke 22.000 Tage überfällig. Energieregulatoren noch ein bisschen mehr. Kühlsysteme ein bisschen weniger als die Triebwerke. Sicherheitsrobotereinheiten. Sprungantrieb. Der Sprungantrieb ist am wenigsten lange überfällig. Hausmeisterdienste noch länger. Ausstehende Arbeitsaufträge. Kurzschluss der Makrowelle nicht. Nachdem irgendein Depp seine Gabel auf den Teil gelassen hat, Makrowellen zuvor funktioniert nicht mehr, Makrowelle läuft nur noch auf Hochenergiemodus, Makrowelle funktioniert gar nicht mehr. Ja, ja, die Makrowelle, wer kennt sie nicht? Kryonik-Lagerstatus? 99%, 92%, 96%. Warum nur 96% ausgelastet? Warum kann man, die Twitter inhalten? Kann man nicht? Ich meine schon. Ich habe, glaube ich, heute erst auf Arbeit irgendeinen Twitter-Link geklickt. Warum ist die Lagerraum 12 nur zu 76% ausgelastet? Oh, die verarbeiten aber nicht die Leute hier zu essen. Protokolle. Fehler beim Zugriff Archiv. Anwesenheitskontrolle vor Abflug. Rangungspersonal. Captain Hunt Willem. Erster Offizier Hunt Donner. Navigation Resi Toriga. Chefingenieur Frank Nolder. Medizinischer Offizier Alexei Volkov. 24 Besatzungsmitglieder. Manueller Eintrag Hunt W. 10 Jahre. Die längste Reise, die Donner und ich je unternommen haben, war ein Wochenausflug ins Silbergebirge. Und selbst das hat sie nervös gemacht. Sie ist der häusliche Typ. Das war sie schon immer. Sie hat so viel Essen eingepackt, dass wir einen Monat lang problemlos da oben in den Bergen hätten ausharren können. UDL hat uns einmal für ein Teambildungsseminar in die Stadt geschickt. All inclusive natürlich. Donner hat trotzdem noch Energieriegel eingepackt. Nur für den Fall, dass der Bus liegen bleibt. Dieses Schiff wird 10 Jahre für die Reise nach Halcyon benötigen. Ein ganzes Jahrzehnt. Zum Glück hat UDL die Rationsplanung übernommen, sonst hätten sie womöglich noch unser gesamtes Ersparnis für Snacks und Trockenfleisch ausgegeben. Automatisches Audiotranskript. Es geht los, Leute. Zeit, sich von den blauen Murmeln zu verabschieden, was? Ja, wenn das jemand möchte. Gut, dass wir sie los sind. Warum so verbittert, Resi? Sie war ein gutes Zuhause. Da ist mir ein Raumschiff allemal lieber. Mal sehen, wie du das in einem Jahr siehst. Wie wär's mit einer Schweigeminute? Oder sollen wir anstoßen? Irgendwas? Fühlt sich schräg an, von der Erde einfach so hinter uns zu lassen. Nein, von nun an blicken wir nur noch nach vorne. Umleiten. Wird jetzt umgeleitet. Aktuell befindet sich im Behelfsversorgungsmodus. Das war alles? Achso, ich muss das ein bisschen nachgucken wieder. Ja, die UDL-Typen waren noch nicht direkt. Sind ja nicht direkt feindlich für mich, oder? Warte mal. Kann ich mit denen einfach reden? Boah. New employee. About time. Nein, der Typ da oben wird wahrscheinlich eher nicht so erfreut sein, dass ich da bin. Oder Quincy. Könnte ich mich an den Icecat vorbeischleichen? Kann ich. Beamen bei Ultra. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Versorgung. Dass die Leute hier nicht mehr ganz so am Leben sind. Wir fehlen 5 Punkte im Schloss knacken. Moment, das kriegen wir hin. Das kriege ich nachgelevelt. Gar kein Problem. Sich das Hilfe hat etwas erledigt. Oh, das klingt nicht gut. Nice going. Alles gut, Rock. Mach's gut. Schlaf schön. So. Na, über Quincy Duncan reden wir mal gleich.